completely different ports, but they're different enough that it takes extra work for the multiplayer part. So, Gray 3, last time I was here, I was showing some speed improvements we've done to Tinigil, the driver setup, and we've managed to make that even faster now. It's unplayable. A little bit. Yeah. basically, we have two things that really help on the speed is that on the Magnini, we have actual slow mo, please. So yeah, maybe. So come on, Al. If I remember the number right from last year, this is about 50% faster than last year. 50%? Yeah. And when you release it? Let me just put the time demo thing off. If I could hit the right key. There you go. Looks like running on steroids. Yeah. So the flickering is, of course, it's because it's running faster than the refresh rate, so it just keeps redrawing all the old buffer, and that's why it's flickering. But basically, the two things which have really helped with the speed is we have real ATP support in this machine, which helps, and the other part is that we support OpenGL. OpenGL extensions for storing vertex information on the graphics card, basically, which means that less information has to be pushed to the graphics card each frame. Other than that, we're working on, of course, improving OpenGL support even more with more extension supported. And hopefully also making enemy territory playable one day. Basically, one of the reasons that isn't really out yet is that with the current driver in Morpheus 2, it's not really running all that fast. It's kind of on hold until this gets ready to be released. Yeah. I would have shown you enemy territory, but I don't actually have it in this machine. As you can see, we're even reaching into 300 FPS sometimes. So, anyway, better than last year. One of the major improvements is AGP support. Actually, we didn't do it before, and this will be included in one of the next Morpheus releases, 2.8 maybe. Yeah. We are looking for some bug fix release end of this month, so maybe end of November. We're going for some bug fixes in the PowerMax section, and all these 3D enhancements will be included in 2.8. Okay. Or probably not before early next year. Okay. I'll switch to the touch. Yeah, because you understand it as well. Well, also nächstes Jahr gibt es zwei Updates mit AGP Support. Next year, because the I can speak Dutch if you like, but I don't think that will help you. Wirklich, das sind keine Verbesserungen, die jetzt nur das Spiel betreffen, sondern das ist halt auch das 3D-Satzsystem, was in dem Morpheus drin ist. Und da müssen wir halt dann auch ein Morpheus-Update machen. Das wird es noch nicht mit 2.7 geben, weil 2.7 dann noch wieder so ein Bugfix-Release für unsere PowerMac. Unser PowerMax Support ist, aber in 2.8 werden wir sicherlich auch das 3D-System dann ein bisschen aktualisieren. Vor allem den AGP-Support für diese neueren Geräte, die wir da unterstützen. Und damit gibt es dann auch die Geschwindigkeitssteigerung. Vielleicht auch den, wo wir schon besprochen hatten, vielleicht auch noch den Fix für die SATA-Karte, die ja nicht in dem PowerMax. Ja, das sind ja noch so andere Geschichten. Es gibt ja so einige PCI-Karten, die im PowerMax im Moment nicht gehen. Nee, besprochen. Das gibt es dann im Zusammenhang mit dem. Ich glaube, da kommt doch ruhig mal. Das ist mal jetzt außerhalb dieser Vorführung, also klar. Also, ja. Das ist eine ganz andere Geschichte.
Okay. Also summa summarum, der Marc hat halt noch deutliche Verbesserungen am 3D-System gemacht und das hat noch einiges gebracht. Vor allem dieser AGP-Support, der da im der da in den Power Max bzw. mit Minis drin ist. Okay, so you ready? Cool. Just boot it. Well, you need to plug it in first. So, and yes, you need to do it this way. I can blame you when it doesn't work. Michael Jackson says, just beat it, and he said, just boot it. Go. Go for it. Just boot it. Meanwhile, Alex, please come in English. Because if I try to speak German, they won't understand it. So yeah, basically, the G5 machine is the same as we brought with us to Essen. Thank you. No, Essen, was it Essen? Well, anyway, yeah, it was somewhere in Germany, and I was here. Germany is a small country; doesn't really matter where in Germany you are. So we brought the G5 machine along, and we thought we would be able to boot it in time for the show. Unfortunately, we only got to boot the day after the show, which was a bit of a downer, but now it actually boots. Unfortunately, we have the problem that the fans in this machine are software controlled, which means that for the first 3 minutes, they will basically not be running at all until they realize that they're not being controlled by software, and then they will run at full speed, and this is rather noisy. But basically this means that the machine is going to be running not quite like it should until we actually have drivers for the fans. So basically, we can be unlucky, and it will overheat. I'll just move back over here. It's strange. Yeah, so basically, it might crash. So now you're warned. Sollen wir nochmal? Why did you stay away from the machine? Basically, the fans will go so fast that the machine will launch itself in the new direction. Okay. As far as I can see, it will hit like the hoverboard. Nice Italian guy. What? Morphos 3.0? Basically, the 3.0 means that the MUI is doing good things. You have to be elite to first class. Yeah. Green is really aber geil, Funks für geil. Ja, es liegt an dem DVI-Konverter. And it's a problem with colors and a lot of other things. Well, maybe the DVI. DVI. No, the resolution is higher than 800 by 600. No. Yeah, it's not full screen. No. There is something on the left. I suppose you need a screen mode with... It's the same problem... Carsten, yeah. A few hours ago. Der fährt mit 1024, 768... I think it's the same problem that Carsten... Carsten Siegner hat. Das ist ein DVI-Adapter. It's a Beamer. Wir müssen Monitor definieren, damit es halt nicht laufen. Wir runter können auf 800 mal 600, wäre gut. Ja, eingassig kriegen wir es nur. Und was machen Sie mal von der auf hoch? 800 mal 600. Cancel? Use. Cancel. Was screens. Looks good. Too much. And then it'll fix itself. There you go. Yeah. Ah, yeah, okay. This is a guy. What the best? This one's pretty most. Ah. Colors. No, sure. Was war auf Screen? Das hängt immer mit dem Beamer zusammen. Ja, it's only the Beamer. Just select the 800 by 600 in the screens.
you can see. Yeah. It was already there. I'm gigabyte. Yeah, so basically the memory interface in that thing is a bit faster than in the other Macs. Mm-hmm. For those who didn't see it, it was reading at 2.2 gigabytes per second and writing at, I think it's at 1.6 gigabytes per second. Yeah, so that's what happens after it's been running for a little while. The fan starts speeding up. Welcome on board. Fasten your seatbelt. On our flight to New York. Non stop. Non stop. That didn't really seem to want to stop. So, Naja, man sieht auf jeden Fall, dass es funktioniert und dass ein bisschen was dran zu tun ist und dass es auch relativ schnell ist, aber das ist sicherlich noch keine Sache, die wir jetzt kurzfristig releasen werden, sondern es ist mehr so ein Projekt, um mal zu zeigen, dass es auch geht. Aber damit ist jetzt nicht kurzfristig zu rechnen. Schöne Turbinenraumreinigung. Der Vorteil ist, du kannst Herz im Aufstein bei dir. So. Das ist aber nicht so wie ein Triebwerk oder Fahrzeug. Das sind die ersten, die am wichtigsten dran angesogen werden und verbrannt. It's a vacuum killer. It's a cat killer. Ja, sind die Lüfter von Rolls Royce? Wo ist der Hamster? Wir hatten doch mal einen Hamster. So laut könnte es werden. Die hätte ich schon ausgedurft. Ich wünsche dir viel Spaß, was meinen die 5 zu machen. Ich habe für 6400 zerlegt, danach habe ich 20 Schrauben über, die mir zusammengeholt habe. Okay, dauert noch. Keine Gnade. Silenzio. Das Feature jetzt, der wird ja immer so gut. Silence. Silence. Best Feature ever after. Ja, mach mal das Timeout einfach auf 3 Minuten, dann passt es doch wieder. Genau. Ja, als neues Feature wird es da keine Verlangsamung des Systems geben, sondern einfach, da wird dann nur der Lüfter lauter. Aber da muss ich ja im Studium auch. Genau. Von der Soundkarte wird der Ton leise geriegelt. Und in der Lautstärke-Version gibt es den Antischall. Die Lüfter laufen immer noch, aber es wird gegen angearbeitet. Das System hat mir Gegenstände. Das ist eine kleine Leiste für Entwaschung. Aber wenn man jetzt mal von diesem Beamer-Problem absieht, also es läuft eigentlich schon ganz brauchbar für Netzmäßig. Absolut. Und das ist auch wirklich schnell. Wenn man mal diese ganze Sache mit der Performance-Regelung der Lüfter hingekriegt hat und so weiter, ist das schon. Das ist dann okay, ne? Aber okay. Die Lüfterregelung ist tatsächlich vom Betriebssystem gesteuert. Ja, es ist halt komplett Software-Control. Es gibt keine Automatik in der Hardware, die das macht, sondern man muss das halt alles per Software regeln. Und das gibt es halt in Morphos nicht. Ja, klar. Bei meinem war es, glaube ich, cool, so dass der. Also nur so mal als kleiner Test hier mal so eine Testanwendung. Über den Stromverbrauch geregelt worden ist. Wenn der Strom der verbraucht hat, ist es schon alles auf der Lüfter gelaufen. Und man kann dann das. Ah ja, okay. Das ist ein anderes. Aber man kann da halt dann auch jede beliebige 98K-Anwendung darauf laufen lassen und es relativ schnell. Eigentlich auch nicht wesentlich weniger kompatibel als ein G4 zum Beispiel.
ist gar nicht so der Prozessor das Problem, sondern mehr so das Drumherum eigentlich alles. Ja, also die ganzen Komponenten, die da dranhängen, ja. Also das ist halt schon ein bisschen Aufwand, dass das getroffen ist. Wie das denn generell aus mit den Grafikkarten? Die 9000, was ich, 800 oder was da nachgesessen, 600 mit 3D-Unterstützung, kommt da irgendwann mal was? Und diesen R300-Treiber werden wir auf jeden Fall machen und auch relativ zeitnah noch. Aber da hast du die Dokumentation oder was du da verbraucht hast. Ja, ja, also da gab es also im Grunde bisher auch keinen Bedarf für den Pegasus. Konnte man im Grunde nur die Radio 9800 einsetzen da. Also das war jetzt auch nicht wirklich so der Fortschritt. Aber jetzt mit den PowerMax zusammen und der AGP-Unterstützung werden wir mit Sicherheit auch den R300-Support jetzt einbauen, zeitnah. Und wir werden da sicherlich auch nicht Gallium oder sowas nehmen, sondern das wird dann auch ein Treibersystem sein, das wir selber entwickelt haben. Und dieser R300-Support, der geht dann halt bis zur X850 oder sowas. Also da ist man dann schon relativ weit mit. Für die neueren Karten X1000 bis Radeon HD, da müsste man halt einen komplett neuen Treiber entwickeln. Also das müsste man halt mal schauen. Ist aber auch nicht so ganz unwahrscheinlich, dass wir das machen. Also das ist durchaus möglich, dass wir das auch machen. Und das nächste Ziel ist sicherlich auch diese R300-3D-Unterstützung. Dass man eben auch wieder da, ich sag mal, eine Standardkonfiguration nehmen kann, die läuft dann, wenn das dann immer in 2 Jahren noch einmal rauskommt. Ja, es wird so lange sicherlich nicht dauern. Also das ist dieser R300-Support ist. Ich meine eher den G5-Support. Okay. Ja, ja. Ja, wie gesagt, also da gibt es noch keine ernsthaften Release-Pläne oder sowas. Das ist mehr so ein Projekt, was so nebenher läuft und wo man einfach mal zeigen kann, dass das auch durchaus auf G5-System läuft und das nicht nur andere können. Ich bin wieder los. 3 Minuten ablaufen. Ja, es dauert also 3 Minuten, dann geht's wieder ab. Wenn man noch weiß, dass man PC. Aber du musst dir mal Spaß machen, gucken, was da für eine Verwendungsshop sogar. Wir hatten mal solche Lüfter mit Zwillingsrotoren für Serverschränke. Aber man sieht halt, das soll schon relativ stabil sein, auch wenn es jetzt laut wird. Das ist eigentlich schon benutzbar, das Ganze. Wenn jetzt halt hier noch die Lüftersteuerung drin ist, das ist natürlich auch ganz anders. Ich glaube, das Problem ist gar nicht, dass der Lüfter nachher zu heiß wird, der wird zu kalt. Der friert ein. Das kommt ja aus Wasser. Das ist ein Pseudonym. Friert ein. Genau. Du brauchst einen Schöpfer, weil der Motor weiß. Brauchst du Winterreifen? Warum macht ihr das nebenbei? Ich meine, das ist normal, das ist omnipräsente Systemleistungserhöhung. Das ist ja Vorzeigerechner. Ich meine, dass, wenn das wirklich umgesetzt wird, dann ist das doch richtig Vorzeigerechner. Ich finde, das ist gar nicht mal so in dem Das ist ja jetzt auch nicht wirklich so, dass es ein Nebenbei-Projekt ist. Also ich meine, der Marc, der da jetzt hauptsächlich dran gearbeitet hat, der hat da schon sehr viel Zeit reingesteckt, damit das Quark-Kernelsystem auf dem G5 läuft. Also das ist jetzt keine. Also man soll da jetzt nicht den Aufwand unterschätzen, der da reingesteckt ist letztendlich. Aber das ist sicherlich nicht unser Hauptziel, jetzt als nächstes den G5 zu releasen, das meine ich damit. Also nach dem Motto hier, jetzt kommt demnächst G5 und jetzt warte ich erstmal wieder bis G5 released wird. Also das sollte jetzt keiner erwarten da an der Stelle irgendwie. Das ist auch relativ witzlos, meiner Meinung nach, weil es gibt ja eigentlich keine Applikationen, die das Power im Moment brauchen, ne? Ja. Was denn so? Ja gut, du findest immer irgendwas. Unter den Videos. Es gibt auch immer Leute, die das schnellste System haben wollen. Ja klar, das gibt es auch immer. Oder Jakob. Jakob, wo bist du? Ja. Aber ist ja natürlich, ob ich mir bei der Geräuschkulisse mit einem Cooler-Videos anschauen oder? Ja, man muss halt ganz klar sehen, dass das hier noch Arbeit reingesteckt werden muss. Also das Ding hat halt SATA zum Beispiel, den SATA-Controller, den Treiber, den muss man komplett neu entwickeln und das sind noch so ein paar andere Komponenten, wie auch zum Beispiel die Lüftersteuerung. Das sind halt alles so Sachen, die da noch gemacht werden müssen, sodass man jetzt nicht zeitnah von irgendeiner Veröffentlichung rausgehen kann. Also ich meine, ich sag mal, vielleicht ist es dann Ende nächsten Jahres oder zum nächsten Meeting soweit, aber das ist noch nicht eine Sache, die wir jetzt zu Weihnachten anfangen.
Promise, promise. Das war nur, in Essen haben wir es zwar kurz nach Essen haben wir es zum ersten Mal gezeigt, da kamen irgendwelche Bilder irgendwie über die Mentests oder was. Und jetzt sind wir halt schon so weit, dass man es stabil mal vorführen kann, ohne dass es abstürzt. Und man auch ein paar Sachen testen kann. Und ich sag mal, was weiß ich, in einem halben oder einem Jahr ist das sicherlich dann auch so weit, dass man es noch weiter benutzen kann. Es ist halt einfach nur mal den Status zu zeigen. Das ist aber keine Sache, die wir jetzt kurzfristig beliefern wollen. Cool. Ich sehe ja schon, am Morgen geht die Preise auf eBay hoch. Spätestens bis zum nächsten Meeting. Ja, man muss ganz klar sagen, für solche G5-Systeme muss man keine 2000 Euro bezahlen. Also man kriegt die durchaus schon für 300, 400 Euro oder sowas. Wenn man sie benutzt. Heute noch, morgen nicht mehr. Also es ist schon beeindruckend, was das Ding an Leistung kann. Das ist ein Startschritt eigentlich. Bis wohin geht der taktfrequenzmäßig, der G5? 2,7 GHz ist das Dual. Ja, Dual-Core oder Dual-Prozessor, wird das auch unterstützt von MorphOS? Nee, ne? Single-Core, oder? Also diese duale Geschichten, die werden wir auf jeden Fall vorerst mal nicht machen. Da gibt es zwar theoretische Möglichkeiten, den auch zu nutzen, den zweiten Core, aber das ist erstmal eine Geschichte, womit wir uns nicht aufhalten wollen. Dann spielst du mit der rechten Hand wie Quake und mit der linken Hand Return to Castle Wolf. Genau. Ja. Beide mit 300, vor allem zwei Grafikkarten. Und Jakob kann 35 Screens öffnen. Also er ist ein Full HD natürlich. Genau. Nein, aber wie ist das jetzt eigentlich angedacht? Wie stellt ihr euch das jetzt vor, diese Dual-Prozessoren oder in dem Fall, wenn das ja sogar Mehrkernprozessoren zu unterstützen oder das Ganze irgendwie. Also sind ja die Systeme etwas witzlos. Ganz einfach, dass im Grunde ist Morphos ja auf Amigaos aufgebaut und das System ist einfach nicht für mehrere Prozessoren ausgelegt. Also da kann man sich drehen und wenden, wie man will. Man kriegt da kein SMP Multiprocessing rein. Und deswegen kann man dann nur irgendwelche anderen Ansätze wählen, die zweite CPU irgendwie möglichst günstig einzusetzen, aber das sind so Geschichten, da wollen wir uns im Moment noch nicht mit befassen. Die Lüftersteuerung. Oh, Hauer! Was steuert den Lüfter von zweiten Prozessor? Ey, sag mal, ich hab's immer noch lieber, dass der Lüfter anspringt, als wenn er gar nicht anspringt und das Ding abqualmt. Ja, das stimmt. Gerade diese Standheizung da vorne. Soll ja auch Leute geben, die ihre Rechner auf anderen Wege abschießen. Dafür falsch rum einbauen. Wäre eigentlich rein theoretisch unter MorphOS sowas denkbar wie eine Virtualisierung von einem PowerPC-System, also dass man zum Beispiel unter MorphOS ein PowerPC Linux als Virtualisierung laufen lassen könnte, mal rein theoretisch gesprochen. Ja, ich glaube, die realistische Variante ist wahrscheinlich eher umgekehrt. Also da jetzt auf MorphOS ein Linux aufzusetzen, halte ich jetzt nicht für so realistisch, ehrlich gesagt. Die L-Books. Aber klar, solche Virtualisierungsmöglichkeiten sind natürlich denkbar, aber da jetzt MorphOS als Kern zu nehmen und darauf dann Linux laufen zu lassen, das ist irgendwie. Ich meine, gerade ein Linux drauf laufen zu lassen, das halte ich irgendwie für Zeitverschwendung. Ja, Linux oder macOS wäre halt irgendwas, was auch aus dem PowerPC halt läuft. Keine Prozessor-Emulation da machen zu müssen. Ja, unsere Ressourcen sind da ja auch ganz klar begrenzt. Das sind alles so Gedankenspiele, da wollen wir eigentlich keine Zeit investieren im Moment. Wie sieht das mit den Notebooks aus? iBooks, PowerBooks und dergleichen. Ja gut, das ist. Die Powerbooks haben wir ja jetzt auf mehreren Meetings schon gezeigt. Ich habe da selber auch eins mit, um da irgendwie ein bisschen mit zu arbeiten. Läuft ja mittlerweile auch schon ganz passabel irgendwie. Also man kann das durchgängig benutzen. Aber das werden wir sicherlich erst angehen, wenn auch die Radiotreiber komplett sind. Irgendwie für diese 9500, 7000 Mobility-Lösungen, die da in dem Ding drin sind. Dass man auch diese Enhanced Display-Sachen unter MorphOS nutzen kann. Und hinsichtlich jetzt so der ganzen Akkusteuerung und Regelung und so weiter und so fort, bei Stromspargeschichten, WLAN und so? Da unterstützen wir ja mittlerweile mehrere Sachen in unserer Powerbook-Variante. Also dieses Clock-Doubling oder die Halbierung, die ist ja mittlerweile schon drin. Das heißt,
wenn das Ding quasi idle ist, dann wird halt auch der Prozessortakt halt zum Beispiel. Mhm. Also es sind da schon diverse Mechanismen drin, aber es ist halt noch nicht vollständig. Also man kann auch, also ich glaube auch im Moment nicht, dass wir so ohne weiteres diese Hibernation-Geschichten da einbauen können. Also dass man da einfach das Ding zuklappt und das Ding dann aus dem Zustand wieder restauriert werden kann. Also wir sind uns im Moment noch nicht so ganz einig, wie wir das releasen. Also man könnte es schon releasen, aber im Moment ist es halt noch an verschiedenen Ecken eingeschränkt. Im Moment ist noch ein Desktop-Kabel. So schnell runter, da braucht man nicht. Naja, also ich sag mal, wenn man mal nach Bad Bramstedt fährt und nicht viel schleppen will, dann ist das okay. Zum Beispiel. Aber es ist einfach kein vollständiger Mobility-Nutzen da. Ja, oder wenn man jede Woche zum Amiga-Club fährt, nach Hamburg, wäre das auch schon mal interessant. Also wir wollen jetzt halt ganz klar als erstes erstmal diese Power-Rack-Sachen stabilisieren. Da sind ja jetzt noch so diverse Sachen aufgetaucht. Dadurch, dass wir gar nicht die Möglichkeit haben, alle Geräte zu testen. Da wird jetzt auch kurzfristig noch das 2.7-Update kommen und in dem 2.8er werden wir dann möglicherweise auch diese AGP-Sachen unterbringen und die verbesserten 3D-Treiber und so weiter. Und halt was dann noch so an möglichen Bugfixes ist, wie zum Beispiel diese PCI-Karten, die uns am Power-Rack nicht gehen. Das sind auch alles so mögliche Targets, die wir dann für 2.8 noch machen werden. Und die virtuellen Speicher, was ist damit? Wenn der Speicher nicht ausreichend so wird, dass man die Temperatur sehen kann? Die Luft ist doch zum Schneiden. Ja, also wir hatten ja schon mal ganz früher Lösungen, die das gemacht haben, aber mit den 1,5 GB Speicher. Ich sag mal, ich sehe da jetzt also zumindest keinen Nutzen da jetzt. Das Aufwand-Nutzen-Verhältnis sehe ich da irgendwie nicht im korrekten Verhältnis. Ja, ja. Oder zum Beispiel, wenn die Boards bei 4 GB unterstützen oder was, oder ganze 2 GB, dass die restlichen paar GB unterstützt werden. Ja, gut, diese Eingrenzung, dass dann noch 1,5 statt 2 GB gehen, das hängt ja mit der Architektur des Morphos zusammen. Das ist ein Teil halt vom Kernel. Abgezweigt wird. Da kann man sicherlich noch ein bisschen was optimieren. Gibt es aber jetzt auch keine kurzfristigen Pläne oder sowas. Bei 1.5 hatten wir mal festgestellt, dass da auch schon leichte Probleme auftreten, wenn man zum Beispiel die RAM-List komplett voll kopiert versucht. Ja, das sind noch so ein paar spezielle Probleme, die mit dem Power-PC zusammenhängen. Ich weiß nicht, ob das so beim Power-Mac ist. Ich weiß nicht, hat jemand mal Pegasus mit 1.5 laufen gehabt? Ich weiß nicht. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob es am Pegasus das gleiche Problem wäre. Ja, aber das ist noch eine ganz andere Baustelle, das hat jetzt damit gar nichts zu tun. Was ist mit dem neuen Filesystem da, mit dem Eis? Das ist doch in E geschrieben. Oder ist das böse? Ja gut, das ist ja eine Sache, die ist ja jetzt nicht so direkt in das Morphos integriert oder direkter Teil, aber ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Aber kann nicht für euch. Versuchen mit aufzunehmen vielleicht. Werden wir sehen, werden wir sicherlich auch aufnehmen, wenn da so diese gröbsten Sachen ausgebügelt sind. Also das hat durchaus Vorteile an gewissen Ecken, wie zum Beispiel, wenn man es auf einem Flash einsetzt, irgendwie, wenn du jetzt irgendwie so eine CF-Karte oder sowas hast, ist das deutlich überlegen gegenüber diesem Standard SFS oder FFS definitiv. Aber es ist jetzt momentan noch nicht so stabil, dass man sagen könnte, wir packen es auf jeden Fall dazu oder sowas. Da gibt es ja jetzt verschiedene Entwicklungen. Auch diese Firewire-Sachen, die der Jomkowi da macht, die wir heute schon gesehen haben, das sind auch alles so Kandidaten, die dann im Laufe der Zeit sicherlich mal in das Grundsystem mit aufgenommen werden können. Was ist mit den USB-Sachen, die noch fehlen, diese unvollständigen USB-Klassen wie USB-Audio, USB-Video? Ja, es ist dieser isochrone USB-Support. Ja, da fehlt schon Wagenschmerz, weil ja nicht aufgelenkt. Wird wahrscheinlich so Zeiten erstmal nicht kommen. Also ich habe das in die ursprünglichen Treiber, die ich von Pegasus mal gemacht habe, mit eingebaut. Da lief es auch ganz
okay für die Sachen, die ich da benutzt habe. Aber also da sind erstmal keine Änderungen geplant. Also USB ist so ein heißes Thema, irgendwie, das will eigentlich gar keiner mehr anfassen. Ja, ja. Ja. Weil jetzt auch neuerdings USB 3 ansteht. Es gibt ja schon Karten zu USB 3 zum Beispiel. Ich weiß nicht, wenn da jemand einen Treiber verschreibt, dann findet sich ja einer. Nein, also das ist, also weiß ich nicht, das ist hier, also ich persönlich halt nicht so viel von. Also wenn wir diesen Firewire-Support haben, auch wenn da Leute schon wieder behaupten, das sei alles tot, ist ja, das auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Alternative zu den Storage-Devices, ja, die man bei USB hat. Also ich habe nachgesehen, also im Fairway gibt es immer weniger Sachen für oder so. Ja, das ist halt immer die Sache beim Mainstream, dass halt die Sachen, die schlecht sind, sich dann oft auch durchsetzen und dass man die auch nur noch kaufen kann. Ja. Also ich sehe jetzt zumindest auch nicht, dass man jetzt zeitnah keine Firewire-Sachen mehr kaufen kann. Ja. Klar ist, dass man da irgendwie die Sachen nicht unbedingt auf dem Bildschirm kriegt für 3 Euro, das ist ein ganz anderes Thema. Aber USB 3 ist für mich kein Thema. Dass irgendwelche Treiber für Gigabit-Netzwerk haben? Beziehungsweise, ich weiß nicht, was so ein G5, aber das ist ja eh noch Zukunftsmusik, aber... Ja gut, im Powerbook zum Beispiel ist ja auch ein Gigabit-Receiver drin, also... Aber also dieser Sunshine-Treiber, auf dem da alles basiert, da haben wir sowieso noch ein paar merkwürdige Probleme. Das ist bei einigen überhaupt keine Probleme macht, bei anderen dann irgendwie... Nur Probleme, also da müssen wir eh nochmal gucken. Also der G5 zum Beispiel, der arbeitet halt auch auf dieser Sunshine-Technologie, auf diesem Kern, und da müssen wir halt nicht viel anpassen. Also der könnte dann auch Gigabit so out of the box benutzen. Ja. Weil die alle auf demselben Netzwerk-Core aufbauen. Ja, denn so langsam gerät man ja mit USB 2.0 und mit 100 Mbit-Netzwerk irgendwo auch ins Hintertreffen. Ne? Ja gut, beim Mini hat man halt 100 Mbit. Beim PowerMac gibt es halt, diese neuen PowerMacs, die haben halt schon Gigabit und das wird halt auch genutzt. Das ist zwar noch nicht auf voller Performance, das hängt auch damit zusammen, dass der Netzwerkstack halt noch nicht dafür geeignet ist eigentlich. Also im Grunde basiert das ja alles auf dieser SANA 2 Technologie, die mal von Commodore entwickelt wurde. Und da stößt man halt irgendwo an seine Grenzen dann. Das heißt, man kann da nicht die volle Performance nutzen. Ich habe noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage. Wäre es möglich, den PowerBook-Port ohne WLAN zu benutzen? Gibt es da andere Möglichkeiten, trotzdem WLAN zu nutzen? Ja, natürlich. Bevor ihr da jetzt noch irgendwie ewig lange braucht, da jetzt irgendwie einen WLAN-Treiber zu schreiben, der auch noch... Nein, das ist halt eine Option, den ohne WLAN zu releasen. Die Sache ist einfach die, und das habe ich glaube ich auch schon irgendwo im Forum gesagt, dass es letztendlich auch davon abhängt, wie so die Akzeptanz der generell von Morphos ist und wie das mit der Registrierung läuft und auch wie das mit den PowerMacs läuft. Weil ich sag mal, wenn es halt kein potenzielles Wachstum bei der Userschaft gibt oder kein... Wenn da nicht irgendwo über die Zeit mehr User dazukommen, dann lohnt es halt auch nicht immer wieder neue Geräte zu releasen. Also das hängt halt auch so ein bisschen davon ab, wie das jetzt weitergeht mit dem PowerMac zum Beispiel und so generell. Also ein PowerMac-Port, einen weiteren Verkauf hat er auf jeden Fall schon mal sicher bei mir. Wenn er mir irgendeinen, sag ich mal so, mobilen... Es gibt mit Sicherheit genug Leute, die ihre Großmutter für den PowerBook-Port verkaufen würden. Ja. Aber, ich habe den zwar nicht mehr, aber die buddeln ihn noch aus. Also. Ja, wenn man eine größere User... Also ich sag mal, so technisch gesehen sehe ich den jetzt nicht so weit weg, aber wie gesagt, wir wollen halt erstmal die Probleme mit den aktuellen Installationen da im grünen Bereich haben und dann kann man auch mal das Powerbook reden. Aber wie gesagt, wie Janko schon sagte, wartet nicht darauf, dass ihr den WLAN-Treiber jetzt unbedingt hinbekommen habt. Haut das Ding raus. Also für 20 Euro kriegt man eine externe Box, die einem über LAN dann ein WLAN realisiert. Das ist also überhaupt gar kein Problem mehr heutzutage.
Und daran soll es wirklich nicht scheitern. Ja, nee, also daran wird das jetzt ja nicht hängen. Also wir planen halt, wie gesagt, diesen R300-Support, also diesen neueren 3D-Treiber für die nächste Generation der Grafikkarten, die nach den R200 kamen. Und wenn das drin ist, kann man dann sicherlich auch mal über den Bauprogramm reden. Mhm. Weil da haben wir dann auch wieder alle Features drin, die wir auch an anderen Stellen im Morphos haben. Und das ist sicherlich eine Sache, die irgendwo im nächsten Jahr liegt, kann ich mir vorstellen. Kommt dieser 3D-Support dann auch im Wind und dem System an sich zugute oder im Wesentlichen Spielen und allem, was auf 3DVL auch? Gut, diese 3D-Sache hängt ja auch mit diesem Enhanced Display zusammen. Das ist ja dieses Compositing, dieses Alpha-Blending und so weiter. Ich sag mal, wenn 3D generell geht, geht halt auch das. Und damit hat man halt auch diese zusätzlichen Features wie diese Transparenzfenster oder was auch immer da auf dem Ambient ist mit drin sozusagen. Das ist halt dann ein Zusatzfeature. Wenn man eine größere Userbasis ansprechen will, dann müsste man sich vielleicht auch mal irgendwie Gedanken machen über die Software-Situation. Also ist klar, dass das MorphOS-Team nicht auch noch die ganzen Applikationen liefern kann, aber. Ja gut, wir haben ja schon probiert, ein aktualisiertes SDK zu machen und jetzt arbeiten dann Tutorials. Also wir sehen das natürlich auch, dass ganz klar die Entwickler fehlen, aber wir haben natürlich auch nicht die Möglichkeit, den Geldkoffer zu schicken, damit sie dann mal anfangen zu entwickeln. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist die Beschreibung der Entwicklungsmöglichkeiten dazu verbessern oder irgendwie Tutorials zu liefern für Einsteiger, die halt noch so gar nichts mit dem System oder wenig mit dem System zu tun haben, die dann selber dann auch ein bisschen was dafür entwickeln können. Weil anders sehe ich da keinerlei Wachstum in dem Bereich, weil man wird da keine professionellen Entwickler von überzeugen können, wenn man denen sagt, man hat eine Userbasis von 1000 Leuten oder was. Also deswegen wird sich da in dem Bereich jetzt noch ein bisschen was tun. Es wird auch noch ein neues SDK mal wieder geben. Und es wird da auch mehr Dokumentation zu dem ganzen Entwicklungspaket geben dann. Jo, noch Fragen? Ja, wie war das jetzt mit Wolfenstein und dem FDP? Ja, sprech ihn an, dann passt das schon. Ja, ja. Morgen ist auch noch ein Tag. Morgen ist gut, sei bei dir vor der Tür. Okay. Ist gut. Ich will keine Wachsamen. Heute ist morgen. Heute ist morgen. Heute ist morgen. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann danke ich euch recht schön.